Heute geht es um die trigonometrischen Funktionen. Das sind Sinus, Cosinus und Tangens am rechtwinkligen Dreieck. Worum geht es dabei? Also, rechtwinklige Dreiecke, das sind Dreiecke, die einen rechten Winkel haben, wie zum Beispiel dieses hier. Die findet man bei relativ vielen Anwendungen. Also zum Beispiel, wenn man Steigungen anguckt, hier zum Beispiel den Gleitwinkel eines Gleitschirmfliegers oder wenn es darum geht, die Steigung einer Straße zu beurteilen. Dreiecke spielen aber auch zum Beispiel in der Architektur eine große Rolle, weil man mit Hilfe von Dreiecken tragende Strukturen bauen kann, wie zum Beispiel Brücken. Ja. Oder auch hier bei diesem berühmten Wolkenkratzer, auch da spielt eine Dreieckskonstruktion eine ganz wichtige Rolle. Jetzt ist nicht jedes Dreieck auch gleich ein rechtwinkliges Dreieck, aber man kann oft ein beliebiges Dreieck, das einem vorliegt, wie zum Beispiel so ein Dreieck aus dieser Brücke hier, kann man zerlegen, sodass ein rechtwinkliges Dreieck entsteht. Das heißt, wenn man die rechtwinkligen Dreiecke kennt, dann kann man schon ganz viel machen mit allen möglichen Dreiecken. Ja, und der Vorteil von rechtwinkligen Dreiecken ist, dass dadurch, dass ein Winkel schon mal festgelegt ist, auf 90 Grad, verteilen sich eben die anderen 90 Grad, die zu der Innenwinkelsumme 180 Grad fehlen, auf zwei spitze Winkel. Und ja, das schränkt die Möglichkeit der Form schon mal ziemlich ein. Ja, also, wie können denn solche rechtwinkligen Dreiecke aussehen? Gibt es Möglichkeiten, die zu kennzeichnen? Schauen wir mal. Also, nehmen wir mal irgendein rechtwinkliges Dreieck. Ja, das hier ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das hat hier einen rechten Winkel, hier einen Spitzenwinkel von 22 Grad. Und dann hat es natürlich drei Seiten. Die lange Seite, die gegenüber des rechten Winkels liegt, heißt Hypotenuse. Und die beiden kurzen Seiten rechts und links, also oder anliegend am rechten Winkel, die heißen Katheten. So, dieses rechtwinklige Dreieck ist jetzt irgendeins. Ja, das kann ich verändern. Aber wenn ich das in dieser Weise verändere, dann sieht man, dass ja, die Form letztlich gleich bleibt. Man hat also ein ähnliches Dreieck, wenn man alle Seitenlängen im gleichen Verhältnis verändert. Man sieht auch, dass der Winkel, der hier bei dem Punkt A liegt, diese 22,7 Grad, die bleiben gleich. Ja. Alle anderen Dreiecke, die ich bekomme, indem ich hier den Punkt D verschiebe, das sind nur vergrößerte oder verkleinerte Kopien, ja, dieses rechtwinkligen Dreiecks mit diesem Winkel 22,7 Grad. Ne? Also man könnte sagen, irgendwo muss es so ein Standardbeispiel für genau dieses Dreieck geben. Und wenn ich das kenne, dann kenne ich auch alle vergrößerten und verkleinerten Kopien davon. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier was verändere, ne, also dann bekomme ich ein anderes Dreieck, das ist auch ein rechtwinkliges Dreieck, das hat jetzt hier den Winkel 31,9 Grad am Punkt A. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das kennenzulernen und alle rechtwinkligen Dreiecke, die ich bekomme, indem ich die Seiten skaliere mit dem gleichen Faktor, die sind damit eigentlich schon festgelegt. Ja, es gibt eine ziemlich naheliegende Möglichkeit,
diesen Katalog der rechtwinkligen Dreiecke zu erstellen und die ist hier über den Winkel. Ja, wenn ich also einen Winkel festlege, dann ergibt sich der andere Winkel automatisch als 90 Grad minus der erste Winkel und der dritte Winkel, der ist ja eh 90 Grad. Ja, also wenn ich alle rechtwinkligen Dreiecke mit allen möglichen Winkeln, Spitzenwinkeln zwischen 0 und 90 Grad habe, dann kenne ich sie alle. Jetzt wäre nur die Frage, gibt es eine praktische Möglichkeit, die alle zu sortieren? Und die gibt es, und zwar am sogenannten Einheitskreis. Der Einheitskreis, das ist ein Kreis, den habe ich hier in ein Koordinatensystem gezeichnet, und der hat den Radius 1. Und wenn ich jetzt diesen Radius der Länge 1 als eine Seite eines rechtwinkligen Dreiecks nehme, ja, hier geht der Radius zu diesem Punkt D. Und dann gibt es hier ja, die anderen beiden Seiten, die zusammen ein rechtwinkliges Dreieck ergeben. Und jetzt kann ich sagen, naja, also wenn ich diesen Punkt D so verschiebe, dass er auf dem Kreis bleibt, dann entstehen alle rechtwinkligen Dreiecke, die man sich so vorstellen kann. Ja, mit einem spitzen Winkel am Punkt A und der kann jetzt hier bei, den kann ich hier bei fast 0 anfangen lassen und den kann ich hier bis fast 90 Grad hochschieben und dazwischen liegen alle möglichen Formen von rechtwinkligen Dreiecken. Und dadurch, dass ich jetzt die Hypotenuse auf die Größe 1 festgelegt habe, spielt jetzt die Skalierung oder die Ähnlichkeit der Dreiecke keine Rolle mehr, sondern alle diese Dreiecke, die ich bekomme, sind alle verschieden. Hier in diesem ersten Quadranten wohnen also tatsächlich alle möglichen unterschiedlichen rechtwinkligen Dreiecke bis auf Ähnlichkeit, also bis auf vergrößerte oder verkleinerte Kopien. So, ich habe gesagt, eine Möglichkeit, diesen Katalog zu führen, ist, dass man sich den Winkel anguckt, hier am Punkt A. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Man kann jetzt auch sagen, also wenn ich ein anderes rechtwinkliges Dreieck nehme, dann hat es einen anderen Winkel, aber auch automatisch hier eine andere Länge. Also diese rote Seite, die ist auch charakteristisch für das rechtwinklige Dreieck und genauso auch diese grüne Seite. Wenn ich also das rechtwinklige Dreieck verändere, dann hat das eine andere rote Seite und eine andere grüne Seite. Ich könnte also meinen Katalog ja, mit unterschiedlichen Seitenzahlen versehen oder ich könnte den rechtwinkligen Dreieck unterschiedliche Namen geben. Ich könnte sie benennen durch einen ihrer Spitzenwinkel. Ich könnte aber auch sagen, wie lange die Seite ist, die gegenüber von diesem Spitzenwinkel liegt. Oder ich könnte sagen, wie lang die Seite ist, die an den Spitzenwinkel angrenzt. Weil das so gut funktioniert, hat man jetzt diesen Seiten zusätzliche Namen gegeben. Und zwar ist es so, diese rote Seite hier, das ist der Sinus, der zu dem Winkel gehört. Und diese grüne Seite, die nennt man den Cosinus, der zu diesem Winkel gehört. Ja, und weil der Sinus mit der Kathete zu tun hat, die dem Winkel gegenüber liegt, spricht man da auch von der Gegenkathete, während der Cosinus mit der Seite zu tun hat, die an den Winkel angrenzt,
Deswegen spricht man da auch von der Ankathete. Wenn man jetzt ein ganz beliebiges rechtwinkliges Dreieck hat, das nicht im Einheitskreis wohnt, dann muss man jetzt noch diese Vieldeutigkeit rauskriegen, die dadurch entsteht, dass man ja verkleinerte oder vergrößerte Kopien haben könnte. Das geht jetzt dadurch, dass man die Hypotenuse nicht länger auf den Wert 1 festlegt. Also ich sag mal, ich nehme jetzt hier die Hypotenuse 12,26 an dieser Stelle. Dann würde ich gerne wissen, was ist denn jetzt der Sinus? Also was wäre diese Länge bei einem Dreieck, bei dem an dieser Stelle die Länge 1 wäre? Ich müsste es also umskalieren. Jetzt ist es ja aber bei ähnlichen Dreiecken so, dass die Seitenverhältnisse gleich bleiben. Das heißt, wenn ich die Seiten durcheinander teile, dann kommt bei allen ähnlichen Dreiecken das gleiche Ergebnis raus. Am Einheitskreis spielt das keine Rolle, weil wenn die Hypotenuse 1 ist und ich 0,9 durch 1 teile, kommt natürlich 0,9 raus. Das heißt, am Einheitskreis reicht es aus, direkt diese Länge hier zu betrachten. Wenn ich jetzt ein beliebiges rechtwinkliges Dreieck nehme, dann kann ich nicht mehr direkt diese Länge nehmen, sondern ich muss das Verhältnis nehmen. Ich teile die Kathete, die dem Winkel gegenüber liegt, durch die Hypotenuse. Und was da rauskommt, das wäre einerseits die Länge der Gegenkathete im rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse 1. Man nennt das aber auch gleichzeitig den Sinus des Winkels Alpha. Also der Sinus, der genau zu diesem rechtwinkligen Dreieck mit diesem einen Spitzenwinkel Alpha gehört. Und hier wäre das jetzt also 5,15 geteilt durch 12,26. Das ist in diesem Falle 0,42. Ja, und wenn man jetzt ein ganz anderes rechtwinkliges Dreieck nimmt, ich verschiebe hier mal alles, so dass es hier alles kreuz und quer wird. Es bleibt ein rechtwinkliges Dreieck. Wir haben jetzt wieder einen entsprechenden Winkel und wir können entweder sagen, das Dreieck ist festgelegt durch diesen Winkel und es ist irgendwie eine vergrößerte oder verkleinerte Kopie, oder wir sagen, wir kennzeichnen das Dreieck durch sein Verhältnis der Gegenkathete von diesem Winkel zu der Hypotenuse. Also wir geben den Sinus des Winkels Alpha an. Und in diesem Fall wäre das 6,36 geteilt durch 14,3 und das ergibt 0,44. Okay, also wir können rechtwinklige Dreiecke kennzeichnen. Entweder indem wir den Winkel Alpha angeben oder indem wir zum Beispiel das Verhältnis von Gegenkathete zu Hypotenuse angeben, also den Sinus. Ja, genau, das habe ich im Prinzip schon gesagt. So ist es. Wir können also, wenn der Winkel Alpha gegeben ist, können wir das entsprechende Seitenverhältnis dazu herausbekommen. Und das macht man jetzt so, dass man bei einem Dreieck, beim rechtwinkligen Dreieck, guckt man jetzt, um welchen Winkel geht es. Angenommen, es geht hier um diesen Winkel und sagen wir mal, der hätte 32 Grad. Dann würde man jetzt sagen, der Sinus von 32 Grad,
Der ist das Seitenverhältnis von, sagen wir hier, A zur Seite C. Also das Verhältnis der Kathete, die dem Winkel gegenüber liegt, geteilt durch die Hypotenuse. Also A durch C. Und den Wert von Sinus 32 Grad, den kann man jetzt mit dem Taschenrechner rausfinden, weil diese Sinuswerte sind in den Taschenrechner einprogrammiert. Wenn man jetzt das Seitenverhältnis gegeben hat, also ein rechtwinkliges Dreieck, und ich weiß jetzt beispielsweise, der Sinus des Winkels Alpha ist, sagen wir, 0,372. Dann weiß ich, es ist auf jeden Fall das Verhältnis der Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse zu dem Winkel Alpha. Und wenn man jetzt den entsprechenden Winkel dazu herausbekommen will, dann geht das auch mit dem Taschenrechner. Da gibt es die Umkehrfunktion des Sinus, Sinus hoch minus 1. Und da gibt man jetzt also das Verhältnis an, 0,372, und wendet mit dem Taschenrechner die Funktion Sinus hoch minus 1 darauf an. Und dann bekommt man die entsprechende Winkelgröße, die zu diesem Dreieck gehört. In einem nächsten Video mache ich dazu konkrete Rechenbeispiele. Hier soll das erstmal genug sein. Ich fasse nochmal zusammen und ja, erweitere das tatsächlich auch noch auf zwei andere Winkelfunktionen. Also, wir nehmen ein rechtwinkliges Dreieck und legen einen der beiden Spitzenwinkel fest und nennen ihn Alpha. Dann gibt es zu Alpha die Gegenkathete. Mache ich mal gelb. Die Hypotenuse. Mache ich mal blau und die Ankathete rot. So, wenn man jetzt das Seitenverhältnis bildet von Gegenkathete zu Hypotenuse, dann hat man den Sinus des Winkels Alpha ausgerechnet. Berechnet man die Ankathete durch die Hypotenuse, dann hat man den Cosinus berechnet und letztlich kann man auch das Verhältnis der beiden Katheten nehmen, nämlich Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse. Ach Quatsch, Gegenkathete geteilt durch Ankathete. Das ergibt den sogenannten Tangens des Winkels Alpha.